Ja, hallo Leute, der Boogie wieder hier mit einem neuen Review. Ja, wir machen weiter mit dem Alvaha Orange. Ja, 200 Gramm haben hier 13,50 gekostet. Es waren ungefähr 175 Gramm drin, als ich den in die Dose getan habe. So sieht der Schnitt und die Feuchtigkeit aus. Wie in den anderen Videos schon erwähnt, glaube ich, dass die neuere Produktion etwas feuchter ist. Auch der Schnitt ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen feiner. Ist zwar noch durchwachsen, aber diese ganz groben Plättchen, wobei jetzt sage ich, hier habe ich eins, ja. Aber diese ganz groben Blättchen sind in der Regel eigentlich alle weg. Viel dazu. Ja, der Geruch. Irgendwie hat sich die Kamera verfärbt. Irgendwie ganz komisch. Ja. Ganz komische Farbe. Egal. Ich glaube, es kommt langsam wieder. Ja, es kommt wieder. Es kommt wieder. Also es riecht auf jeden Fall schon mal nach Orange. Zum Vergleich werde ich hier einfach den Alfacher Orangen nehmen, weil es meiner Meinung nach einer der besten Orangentabaksorten ist, die es überhaupt gibt, ja. Die ich bis jetzt geraucht habe. Sagen wir es lieber so, die ich bis jetzt geraucht habe. Anfangs riecht er fruchtig nach Orange. Wirklich ganz anfangs sogar ein bisschen wie der AF, nur nicht so intensiv. Und dann im Nachhinein kommt dieses Soda rüber, finde ich. Also, ich sage jetzt einfach Soda, weil ich es halt kenne von Tangier's Orange Soda. Und er riecht genauso wie der Tangier's Orange Soda. Man kann das vergleichen mit einer Orangenlimo. Also hat er ja dieses typische Orangenlimo-Geruch. Riecht an sich ganz lecker. Wobei ich auf dieses Soda nicht stehe. Aber beim Geruch würde der Name Orange Soda schon mal besser passen als Orange, weil man halt diesen Soda-Geruch da mit drin hat. Auch beim Geschmack ist es so, am Anfang schmeckt es nach dieser fruchtigen Orangennote und zum Schluss dann nachher im Abgang kommt diese Soda, also diese Limonote mit durch. An sich schmeckt der Tabak ganz gut. Ich selber stehe nicht so auf Orange Soda, also auf so eine Limo-Orange, stehe lieber auf dieses fruchtige Orange. Daher bekommt der Tabak von mir nur 8 von 10 Punkten. Es gibt viele, die stehen auf dieses Orange Soda und finden das geil. Für die Leute ist der Tabak eine absolute Empfehlung. Auch so kann man nichts falsch machen. Für 13,50 schmeckt der ganz gut. Und ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.